Schicke Chefetage. Abendessen bei sich zu Hause auf Senderkosten und hochdotierte Beraterverträge für den Ehemann. Das und mehr brachte RBB-Intendantin Patricia Schlesinger zu Fall. Darum geht es jetzt in diesem ZAPP-Spezial. Schön, dass Sie dabei sind. In diesen Tagen ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft Berlin gegen Schlesinger, ihren Ehemann Gerhard Spörl und ihren ehemaligen Chefkontrolleur beim RBB Wolf-Dieter Wolf. Es geht um den Verdacht der Untreue und Vorteilsannahme. Vor etwas mehr als 20 Jahren, da war Schlesinger noch Moderatorin bei Panorama und da klang sie so. Großzügige Regelungen führen ja bekanntlich weniger zur demütigen Dankbarkeit der Nutznießer, sondern vielfach zum Missbrauch. Üppige Spesen- und Reisekostenregelungen, sehr gute Arbeitsbedingungen mit vielen Möglichkeiten, so ganz nebenbei noch Geld zu machen, all das reizt, immer mehr herauszuschlagen. Erst recht, wenn es niemand kontrolliert. Ob es in Ihrem Fall tatsächlich Missbrauch gab, wird wie gesagt juristisch geprüft. Trotzdem, wie passt das alles zusammen? Das fragen sich jetzt viele. Und auch, was denn da noch so alles ans Licht kommt. Vor wenigen Stunden haben die Direktoren des RBB ihr gesamtes Gehalt offengelegt plus Bonuszahlungen. Denn gestern kam raus, das Spitzenpersonal soll durch Boni deutlich höhere Einkünfte erzielt haben als auf der Unternehmenswebsite angegeben. Unsere Reporterin hat die Journalisten besucht, die seit Wochen immer wieder neue Details über die RBB-Chefetage ausgegraben und damit einen Skandal ins Rollen gebracht haben, der die ganze ARD erschüttert. Konstanze Nastarowitz. Hier aus dem 5. Stock des Springer-Hauses in Berlin kommen seit Wochen aufsehenerregende Neuigkeiten zum RBB. Erst gestern veröffentlichte der Business Insider neue Recherchen. Das Medium spricht von einem Bonussystem in der Chefetage des Senders. Einige Führungskräfte erhielten wohl Zahlungen für erreichte Ziele. Öffentlich war das lange nicht bekannt. Wenn man so etwas macht, muss man das transparent nach draußen machen. Und das ist auch ein Punkt, wo natürlich die Mitarbeiter, bei denen jetzt massiv gespart wird, natürlich total wütend darüber sind. Es ist nur eine von vielen Enthüllungen der letzten Wochen. Da ging es um fragwürdige Beraterverträge, Kosten für den Dienstwagen der Intendantin oder auch Vorwürfe rund um die Baupläne für das neue Medienhaus. Im Fokus die damalige Intendantin Patricia Schlesinger. Inzwischen reichen die Fragen weit darüber hinaus. Wie hat dieses System dort funktioniert? Wer hat wem welchen Gefallen getan? Und da sind natürlich noch andere Leute involviert. Und da ist es jetzt total wichtig, das aufzuklären. Jan Wehmeyer ist Investigativjournalist beim Business Insider. Er schätzt, mittlerweile liegen ihm einige 100 Seiten Papier vor. Die Quellen? Auch aktive und ehemalige Mitarbeitende des RBB. Es war nicht so, dass jetzt ein RBB-Mitarbeiter uns, das gesamte Postfach von Frau Schlesinger oder derart zur Verfügung gestellt hat, sondern wir konnten am Ende jetzt auf viele Quellen zurückgreifen, die jeweils in ihrem Bereich interessante Informationen hatten. Beim RBB ist der Frust groß und entlädt sich am Montag draußen vor der Sitzung des Rundfunkrats. Die Belegschaft demonstriert. Wir hoffen, dass einfach mehr Aufklärung kommt und dass wirklich eine Veränderung, eine Reform kommt. Wir wollen auf jeden Fall mehr Mitspracherecht haben, wir wollen flachere Hierarchie. Drinnen versucht die zurückgetretene RBB-Intendantin Patricia Schlesinger, ihre Sichtweise klarzumachen. ZAPP liegt ihr Redemanuskript vor. Darin spricht sie zwar von Fehlern und äußert Bedauern, erklärt aber auch detailliert ihre Position zu Dienstwagen, Umbaukosten und anderen Vorhaltungen. Doch das reicht dem Gremium offenbar nicht. Am Montagabend wird Schlesinger vom Rundfunkrat als Intendantin abberufen. Eine Entscheidung, mit der viele gerechnet hatten. Lutz Oehmichen hat die Sitzung als beratendes Mitglied des Personalrats miterlebt. Es ist letztlich der Worst Case des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Wir haben ein Glaubwürdigkeitsproblem und das müssen wir bewältigen. Und die Belegschaft erwartet jetzt ja nicht nur die Abberufung der Intendantin. Viele fordern ja auch, noch mal über unsere Geschäftsleitung nachzudenken. Sie fordern den Rückzug unserer Geschäftsleitung. Die aktuelle Geschäftsleitung steht nun also massiv unter Druck. Das wird am Dienstag auch im Brandenburger Landtag spürbar. Der Interimsintendant Hagen Brandstätter und die Vorsitzenden der Gremien stellen sich Fragen der Abgeordneten in einer Sondersitzung. Ich sage es auch mal ganz deutlich, weil ich auch gefragt wurde, Herr Brandstätter, Sie müssen doch als Verwaltungschef
die Kreditkartenabrechnungen der Intendantin gekannt haben. Nein, die habe ich nicht gekannt und das ist auch gut so, denn ich bin nicht der oberste Rechnungshofprüfer der Intendantin gewesen. In der Sitzung wird deutlich, das Unverständnis ist groß. Ich bin mir nicht sicher, Herr Brandstätter, ob Sie die Dimensionen des eingetretenen Schadens, der hier beim RBB eingetreten ist, für die Öffentlichkeit auch hinreichend abbilden. Zurück beim Business Insider. Hier vermutet der Chefredakteur, es ist noch lange nicht vorbei. Unser Investigativchef, der Jan Wehmeyer, der hat sich jetzt wirklich reingebohrt in diese Geschichten und hat da ein Netz von Informanten aufgebaut. Und wenn ich das so richtig verstanden habe, sind da auch Unterlagen dabei, die schon sehr brisant sind. Und ich glaube schon, dass der ein oder andere in der Spitze vom RBB da auch seinen Posten noch verlieren wird. Ja, und bei uns im Studio steht jetzt jemand, der beide Seiten kennt. Er ist Medienjournalist, er hat auch mal hier für ZAP gearbeitet und war später ARD-Sprecher. Und heute ist er Vorsitzender des Deutschen Journalistenverbandes Berlin-Brandenburg und damit zuständig auch für den RBB. Hallo Steffen Grimberg. Hallo Katrin. Steffen, du kennst den RBB sehr gut und du vertrittst die Interessen der Mitarbeitenden. Und die haben ja nun ein sehr großes Sparprogramm in den vergangenen Jahren verkraften müssen. Und auf der anderen Seite ist deine Intendantin, jetzt Ex-Intendantin, die ja offensichtlich oder offenbar das Maß verloren hat. Was löst das in dir aus? Ja, es ist eine absolute Diskrepanz. Die Kolleginnen und Kollegen mussten zum Teil um simple Sachen wie Kopfhörer oder sowas, Verschleißteile, nicht betteln, aber doch sehr, sehr lange Wege in Kauf nehmen. Und jetzt hören wir eben von luxuriös ausgestatteten Intendantenetagen. Wir hören von den Abendessen, wir hören von den erwähnten dicken Dienstwagen. Das passt einfach alles nicht zusammen. Vor allen Dingen nicht, wenn man angetreten ist wie Patricia Schlesinger beim RBB als eine Art journalistische Intendantin, als eine integre Programmmacherin. Auf der einen Seite sind diese Vorwürfe, die auf dem Tisch liegen, ja eher moralischer Natur. Und was davon jetzt strafrechtlich relevant ist, das prüfen gerade die Expertinnen und Experten aus der Justiz. Wie ist deine Einschätzung über die Berichterstattung? Wurde da sauber getrennt oder wurde hier vieles inzwischen zusammengeworfen? Nee, ich glaube, es ist nicht Aufgabe der Journalistinnen und Journalisten, hier explizit sozusagen das Juristische vom Moralischen zu trennen. Im Gegenteil, das kann meiner Meinung nach durchaus durcheinander gehen. Wir haben ja Gerichte, wir haben einen Rechtsstaat, der wird das auseinanderklamüsern. Wir sehen aber auf jetzt jeden Fall schon, dass massiv gegen interne Regeln beim RBB verstoßen wurden. Es gab die Innenrevision, die gegen Beschaffung für diese Intendantenetage ausgesprochen hat, das kritisiert hat. Das ist offensichtlich vom Tisch gewischt worden. Das ist vielleicht jetzt juristisch nicht strafbar, zeigt aber, da ist auf jeden Fall was massiv schiefgelaufen. Schlesinger selbst hat sich am Montag erklärt in der Rundfunkratssitzung, die war nicht öffentlich. Uns liegt aber hier diese Erklärung vor, die sie dort vorgelesen hat. Und sie ist auf die Vorwürfe eingegangen. Stichwort zum Beispiel Dienstwagen, dieser überteure Dienstwagen, für den sie einen großen Rabatt bekommen hat. Da sagte sie zum Beispiel dazu, diese günstige Leasingrate, sie kommt dem RBB zugute, nicht mir. Oder zum Beispiel diese heiß diskutierten Abendessen. Da schreibt sie, ich kann verstehen, dass einige Gäste den Rahmen dieser Treffen als privat empfunden haben. Mein Wunsch war es, interessante Persönlichkeiten zusammenzubringen, mich mit ihnen zu vernetzen, um damit die Verankerung des RBB in der Gesellschaft, die vorher nicht ausgeprägt war, zu stärken. Du hast auch schon mal einen Blick reingeworfen. Wie ist dein Eindruck? Findest du das glaubwürdig oder was fehlt dir in diesem Statement? Naja, man kann sagen, aber hallo, wir hatten sie doch gerade als Panorama-Chefin. Sie weiß doch, also sowas hätte sie früher nie durchgehen lassen. Sowas Windelweiches. Einige hätten das als privat sehen können. Beim Dienstwagen 70% Rabatt. Wenn ich 70% Rabatt auf irgendwas bekomme, ist entweder das Ding Schrott oder es ist versuchte Bestechung. Das ist auch so eine alte Regel und so ein alter Kaufmannsspruch. Und ich glaube auch der gesamte Auftritt, sie hat ja auch gesagt, es tut ihr so leid, dass das Haus jetzt so Schaden erleidet wegen dieser Verfolgung, die sie da persönlich erleidet. Ich glaube, sie hat immer noch nicht ganz begriffen, was da eigentlich passiert ist und was sie angerichtet hat. Sie hat einen großen Schaden angerichtet und wir haben es eben gerade gehört, vor allem im RBB selbst, da sind das Entsetzen und die Wut riesengroß. Aber gleichzeitig ist das nun ein Antrieb, alles ohne Rücksicht auf Hierarchien im eigenen Haus aufzuklären. Und Caroline Schmidt hat sich das vor Ort angesehen. Wir machen uns auf nach Berlin zum RBB. Seit Tagen telefoniere ich schon herum. Jemand schickt mir einen Audiomitschnitt von der Belegschaftsversammlung kurz nach Schlesingers Rücktritt. 1500 waren zugeschaltet, griffen die Geschäftsleitung offen und schonungslos an. Warum
werden da 2 Millionen investiert, wenn woanders im Haus das Wasser aus der Decke runtertropft. War es tatsächlich so, dass die Intendanz in vielen Fällen einfach komplett abgehobene Sachen entscheiden konnte? Von gehobenen Führungskräften erwarte ich, dass der Kompass kalibriert ist. Und zwar die ganze Zeit. Ich hatte noch gefragt, wann Sie uns den Neustart ermöglichen und gehen. Wut und offene Rücktrittsforderungen. Tags darauf sind wir vor Ort. Und eigentlich hatten wir erwartet, dass wir die Interviews hier irgendwo im Park drehen, weil uns keiner reinlässt. Denn welches Unternehmen öffnet einem in so einer Situation seine Pforten? Aber dann erreichte mich die E-Mail des Pressesprechers. Ich lese mal vor. Liebe Frau Schmidt, gutes Gelingen. Wenn wir noch etwas tun können, lassen Sie es uns wissen. Beste Grüße, Justus Demmer. Ist das die neue Transparenz? Auf den Fluren ist kaum was los. Sommerpause. Viele im Urlaub. Überall prangen noch die Slogans, die Patricia Schlesinger dem RBB hinterlassen hat. Und dann treffen wir einen Redakteur, der spontan mit uns reden will. Wie ist die Stimmung jetzt hier eigentlich heute so? Wut, Frust, wahnsinnig viel Enttäuschung dabei. Und natürlich auch Besorgnis, wie es mit dem Sender so weitergeht. Was ärgert Sie am meisten an all dem, was jetzt rausgekommen ist? Naja, in Berlin kennt man ja die Situation sowieso. Sparen, bis es quietscht, von Wovereit damals. Und das wurde eigentlich auch bei uns im Haus ja immer angesagt. Ne? Wir sind das Kambodscha der ARD, sagt man ja auch immer. Und dann kriegt man ein Gefühl dafür, wo vielleicht ein bisschen Geld hingegangen ist. Nebenan tagt der Personalrat. Mal wieder. Die Vorsitzende Sabine Jauer berichtet uns, wie das Programm unter den Sparanstrengungen gelitten hat. Der RBB hat unter den dritten Programmen die schlechteste Quote. Und trotzdem gab es Boni dann für denjenigen, der dafür verantwortlich war. Den Programmdirektor. Und da ist die moralische Entrüstung riesengroß. Riesengroß. Der Eindruck stellt sich ja so ein, die einen prassen, die anderen darben. Ja. Wobei es wirklich eine kleine Gruppe ist, die da offensichtlich ohne Scheu Geld ausgegeben hat. Und es eine große Gruppe im Haus gibt, die alle gucken mussten, wie sie ihren Bereich arbeitsfähig halten und halbwegs vernünftige Arbeitsbedingungen weiterhin herstellen. Ja. Gut, aber es gibt eine Compliance-Beauftragte, es gibt eine Innenrevision, es gibt die Gremien. Mhm. Da gibt es doch ganz viele Kontrollinstanzen, die eigentlich hätten tätig werden können, die hätten was sagen können. Das sind die Fragen, die uns im Moment umtreiben. Ja? Wie geht man damit um, wenn man alle mitbekommt, da baut sich ein Machtgefüge auf und schottet sich ab. Ein Machtgefüge aus gegenseitigen Begünstigungen und Boni einerseits und ohnmächtigen Gremien andererseits, so scheint es. Und nun sei nicht nur die Quote, sondern auch der Ruf des RBB am Boden, erzählt mir die Sprecherin der 1500 freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mir berichtete letztens eine Kollegin, sie hat eine Interviewanfrage gestellt und die ist abgelehnt worden mit den Worten, wissen Sie was, räumen Sie erstmal bei sich auf, bevor Sie mich nochmal anrufen. Das ist natürlich ein Hammer. Also das geht ja auch an die journalistische Ehre. Ein totaler Glaubwürdigkeitsverlust, absolut, Vertrauensverlust. Absolut, Vertrauensverlust, Glaubwürdigkeitsverlust. Und wirklich jede und jeder Einzelne fühlt sich in der Ehre als Journalistin und Journalist getroffen. Und in Geiselhaft genommen für das, was wir, wie gesagt, nicht zu verantworten haben. Das ist eine Situation, die Sie alle noch nie erlebt haben. Noch nie, noch nie. Und ich glaube, der einzige Weg für uns daraus ist schonungslos, wirklich schonungslos alles aufdecken und auch in einer Schärfe, damit die Zuschauerinnen und Zuschauer merken, uns ist es wirklich total ernst. Also das ist jetzt hier nicht irgendwie fake oder wir wollen irgendwie den Deckel der Verschwiegenheit über irgendwas legen oder wir was unter den Tisch kehren. Ein paar Stockwerke weiter oben konferiert das Investigativteam, das genau das jetzt tun soll. Schonungslos aufklären. In der Abendschau erklärt der Leiter ihre Arbeit so.
Diese Recherchegruppe, die jetzt aufgestellt wurde, wird genauso arbeiten, wie sie bei einem beliebigen anderen Unternehmen arbeiten würde, was wir uns unter die Lupe nehmen. Das heißt, wir müssen unsere Anfragen stellen, auch im Sender. Es ist jetzt nicht so, dass wir Zugang zu allen Systemen haben, aber wir sind natürlich wie in anderen Fällen auch offen für jeden Hinweis aller Mitarbeiter, dem wir nachgehen können, und für das eine oder andere Dokument, was eventuell so oder so vom LKW fällt. Wir fahren hoch in den 13. Stock. Da hat doch echt gerade einer zu mir gesagt, gucken Sie sich das mal ganz genau an. Vielleicht haben Sie demnächst auch so eine Situation im NDR. Ich meinte auch, die recherchieren bei Ihnen bestimmt auch schon. Ja, da gucken jetzt alle ganz genau hin. Zu Recht, ne? Hier arbeitete bis vor wenigen Tagen noch Patricia Schlesinger. Der Pressesprecher führt uns herum. Die Pflanzenwand gilt nun als Symbol für die roten Linien, die nicht hätten überschritten werden dürfen. Justus Demmer, der die Intendantin wochenlang gegen immer neue Vorwürfe verteidigen musste, wirkt ebenso erschöpft und wütend wie alle anderen hier. Ich denke, die Frage, die uns im Moment auch ganz stark bewegt im Haus ist, ist bei uns irgendwann ein Kommunikationsfaden abgerissen? Haben wir an bestimmten Stellen den Austausch nicht so gepflegt, wie wir ihn hätten pflegen sollen? Das ist ja Teil dieses schmerzhaften Prozesses, in dem wir gerade mittendrin sind, dass wir herausfinden müssen, wo waren tatsächlich die Knackpunkte? Sie haben einen Glaubwürdigkeitsverlust, den gab es noch nie, glaube ich, in der Form im öffentlich-rechtlichen System. Wie gehen Sie das jetzt an? Indem ich ihn erstmal zur Kenntnis nehme und konstatiere, ja, das stimmt, und Schuld daran haben jetzt mal sicher nicht die, die hier das Programm machen, sondern klar auch benennen, wo kommt das her und was muss passieren, damit wir wieder Vertrauen zurückgewinnen können. Und das ist jetzt erstmal Arbeit und wird Zeit brauchen. Also da gibt es ja keine Zaubertricks, sondern das kennt jeder aus seinem persönlichen Leben. Wenn Vertrauen verloren ist, dann ist das sehr aufwendig, das wieder zurückzugewinnen. Dazu gehört jetzt schonungslose Aufklärung. Auch wenn die vielleicht erstmal weitere Probleme ans Licht bringen wird. In der größten Krise kann ein Medienhaus vielleicht nur noch Journalismus retten. Und im RBB werden übrigens seit einigen Tagen Unterschriften gesammelt für die Abberufung der kompletten Geschäftsleitung. Steffen, wie bewertest du denn jetzt den Umgang des RBB mit diesen Vorwürfen und die Aufklärung? Also was die Kolleginnen und Kollegen beim RBB machen, muss ich sagen, das ist hervorragend. Das ist das Medienmagazin von Jörg Wagner, der ja ganz früh schon und immer kritisch mit dem eigenen Haus umgegangen ist. Jetzt explizit auch in dieser Geschichte. Ich glaube, der macht monothematische Sendungen seit 4-5 Wochen. Aber eben auch jetzt das Rechercheteam, die Abendschau, wo die eigenen Programmverantwortlichen gegrillt werden, die eigentlichen Direktoren. Und ich glaube, wie eben gerade es auch im Beitrag genannt wurde, also Journalismus ist genau das, was jetzt den RBB ja retten kann und was es da eben auch braucht. Und der funktioniert beim RBB. Deswegen können wir uns auch in gewisser Weise einigermaßen beruhigt zeigen. Hier ist nicht der öffentlich-rechtliche Rundfunk in einer dramatischen Schieflage und rutscht irgendwo ab. Im Gegenteil, die Kolleginnen und Kollegen beim RBB zeigen jeden Tag, der Journalismus ist sauber, es stinkt wie beim Fisch am Kopf. Du sagst, man kann jetzt nicht Passportoto sagen, aber trotzdem, welche Fragen ergeben sich denn jetzt aus diesem RBB-Skandal für die gesamte ARD? Na, ich glaube, es geht ganz klar, das ist ja auch schon angeklungen, um die Aufsichtsgremien. Funktioniert das? Wir haben hier beim RBB, glaube ich, natürlich noch mal besonders zu berücksichtigen, der Kollege Wolf-Dieter Wolf, Vertreter des Aufsichtsrats bzw. des Verwaltungsratsvorsitzenden, ist ja genannt worden. Der hat das ja sehr lax und hemdsärmlich gemacht. Der hat, soweit wir jetzt wissen, auch nicht alle Regeln, die eigentlich beim RBB gelten, eingehalten. Und das wird jetzt sehr genau aufzuarbeiten sein und zu gucken sein, was ist da alles schiefgegangen. Also da ist eben auch so einer, ich sag mal, Gutsherrenmentalität Tor und Tür geöffnet gewesen. Und Patricia Schlesinger scheint da ein bisschen mitgemacht zu haben. Und jetzt müssen wir gucken, inwieweit andere Mitglieder der Geschäftsführung da auch noch drin hängen. Und in der ARD, also welche Konsequenzen hat die ARD jetzt zu ziehen? Sie muss überall prüfen, denn die offiziellen Zuständigkeiten der Gremien sind ja einigermaßen gleich. Es gibt leichte Abwandlungen zwischen den einzelnen Anstalten. Ist das wirklich noch zeitgemäß? Können diese Gremien, die ja alle Laien sind bzw. ehrenamtlich tätig sind, können die tatsächlich diese Aufgaben bewältigen? Es gibt einzelne Anstalten, Radio Bremen zum Beispiel, lustigerweise die kleinste ARD-Anstalt, da ist vorgeschrieben, da muss ein Wirtschaftsprüfer oder
oder ein Mensch eben mit entsprechenden Kenntnissen im Verwaltungsrat sitzen, um komplizierte Vorgänge, Bilanzen etc. lesen zu können. Das ist beim RBB beispielsweise nicht der Fall. Also ich denke, wir werden eine Professionalisierung der Gremien sehen und die brauchen wir auch. Über diese Gremienfrage, da sprechen wir auf jeden Fall gleich noch. Erstmal vielen Dank bis hierhin. Natürlich stellen sich jetzt auch Fragen an den NDR, denn hier in diesem Haus war Patricia Schlesinger mehr als 20 Jahre lang tätig, als Autorin und Moderatorin von Panorama und später als Leiterin des Bereichs Kultur und Dokumentation. Und in ihre Zeit fiel die Produktion Der gute Göring, ein aufwendiges Dokudrama. Einer der Drehbuchautoren, Gerhard Spörr, Schlesingers Ehemann. Und dazu haben wir Fragen an NDR-Pressesprecherin Barbara Jung. Hallo Barbara, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen. Die Geschäftsleitung, die stand ja leider für ein Interview nicht zur Verfügung. Warum eigentlich nicht? Ja, der NDR hat zu Der gute Göring ja eine interne Prüfung gestartet, um zu schauen, ob die Compliance-Richtlinien des NDR damals eingehalten wurden. Und wenn das Ergebnis da ist, dann geht auch gern die Geschäftsleitung in die Bewertung. Der gute Göring, das ist jetzt ein Fall, dem Sie nachgehen. Sind noch weitere Hinweise darüber hinaus bei Ihnen eingegangen? Im Zusammenhang mit Patricia Schlesingers Zeit als Leiterin des Programmbereichs Kultur und Dokumentation bislang nicht. Und wie ist das eigentlich hier im NDR geregelt? Stichwort Bonuszahlungen. Gibt es die eigentlich auch für Führungskräfte hier? Weder der Intendant noch die Direktorinnen und Direktoren bekommen Bonuszahlungen oder sogenannte variable Vergütungsanteile. So etwas gibt es im NDR nicht und gibt es auch in der ganzen ARD nicht, ausschließlich beim RBB. Nun äußert die Bild auch Vorwürfe gegen den NDR, und zwar, dass der Lebensgefährte der NDR-Landesfunkhausdirektorin in Hamburg einen Beratervertrag habe mit dem NDR in Niedersachsen für angeblich bis zu 50.000 Euro im Jahr. Ist das ein Compliance-Fall? Na, es ist ja so, also NDR 1 Niedersachsen hat den Musikberater engagiert aufgrund der Eignung für diesen Job. Er wurde nicht ausgewählt, weil er der Ehemann ist der Landesfunkhausdirektorin in Hamburg. Nichtsdestotrotz ist in so einem Moment, wo so ein Engagement entsteht, klar, dass da Compliance-Richtlinien berührt sein könnten. Und dann wird man tätig und versucht, die entsprechend zu reduzieren. Und in dem Fall ist auch das passiert, was damals bei der gute Göring passiert ist, nämlich, dass man gemäß der Compliance-Richtlinien die übergeordnete Hierarchie eingesetzt hat und das Projekt dadurch hat genehmigen lassen. Also damals bei Niedersachsen war das der Landesfunkhausdirektor, bei der gute Göring war das der Programmdirektor Fernsehen, die wurden eingebunden. Und so wird es transparent gemacht. Man macht sich dessen bewusst und reduziert dadurch den Interessenskonflikt. Genau. Barbara Jung, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gern. Das Gespräch haben wir vor dieser Sendung aufgezeichnet. Der Fall Schlesinger zeigt, dass zumindest im RBB die Kontrollorgane versagt haben. Aber welche sind das eigentlich? Das ist zugegebenermaßen kompliziert. Jeder Sender hat einen eigenen Rundfunkrat und einen Verwaltungsrat. Aber wer sitzt da eigentlich drin und wer macht genau was? Das erklärt meine Kollegin Mandy Mülling. Die Aufsichtsgremien der Sender teilen sich auf in Rundfunk und Verwaltungsrat. Der Rundfunkrat hat je nach Anstalt 29 bis 74 Mitglieder. Sie arbeiten ehrenamtlich und bekommen eine Aufwandsentschädigung. Der Rundfunkrat soll einen Querschnitt der Bevölkerung abbilden. Deshalb sitzen hier Vertreter gesellschaftlich relevanter Gruppen. Aus Politik und Wirtschaft, Kirche, Kultur, Bildung oder Umwelt. Der Rundfunkrat wählt Intendant oder Intendantin und andere Leitungspersonen. Er kontrolliert und berät den Intendanten bei der Programmgestaltung, wacht über die Erfüllung des Programmauftrags, befasst sich unter anderem mit Programmbeschwerden und er genehmigt den Haushaltsplan und den Jahresabschluss.
Der Verwaltungsrat besteht je nach Rundfunkanstalt aus 7 bis 18 Mitgliedern, die zum Teil vom Rundfunkrat gewählt werden. Auch sie arbeiten ehrenamtlich, bekommen auch eine Aufwandsentschädigung. Der Verwaltungsrat überwacht die Geschäftsführung in Finanzfragen, schließt und beendet den Dienstvertrag mit dem Intendanten, legt den Haushaltsplan und Jahresabschluss fest, den dann der Rundfunkrat genehmigt. Der Verwaltungsrat kontrolliert also eigentlich auch die Intendanz, wenn es um den Finanzhaushalt des Senders geht. Haben die Kontrollgremien im Fall Schlesinger versagt? Was man jetzt schon feststellen kann, ist, dass offenbar ein Ausgabeverhalten gab, das so nicht akzeptabel ist. Das heißt also, wenn die Regeln das hier zulassen, dann muss man wahrscheinlich über diese Regeln nachdenken und der Verwaltungsrat muss sie klarer machen oder verschärfen. Schärfere Regeln, die aber auch kontrolliert werden müssen. Beim RBB stattdessen bisher eine Intendantin, die selbst Ausgaben für sich genehmigen durfte. Dazu ein mächtiger Verwaltungsratsvorsitzender Wolf-Dieter Wolf, inzwischen zurückgetreten. Er verhandelte offenbar allein mit der Intendantin über ihr Gehalt und Bonuszahlungen. Dazu geheime Absprachen, fehlende Geschäftsberichte. Der restliche Verwaltungsrat bis vor kurzem offenbar ahnungslos. Die kommissarische Vorsitzende erklärt, man sei zu vertrauensselig gewesen, Ressourcen und Know-how hätten gefehlt. Man müsste sich im Einzelnen angucken, wo tatsächlich irgendjemand die Kompetenz nicht hatte, die er hätte haben sollen, um das zu tun. Hier sind sicher Alternativen denkbar. Die Verwaltungsratsfunktion ist tatsächlich im Gegensatz zur Rundfunkratsfunktion eine sehr stark expertisengeleitete. Da geht es weniger um Perspektivenvielfalt wie im Rundfunkrat. Dementsprechend ist da sicherlich noch stärker danach zu schauen, ob es hier zu Veränderungen kommen muss. Steffen, siehst du das dann auch so? Gibt es zu wenig Expertise in diesen Verwaltungsräten? Das ist definitiv der Fall. Wir haben ja gerade gesehen, die müssen explizit schwierige Finanzgeschichten, Geschäftsabschlüsse und Rundfunkanstalten sind ja keine kleinen Butzen, das sind de facto große Betriebe. Beschließen, nachvollziehen können und so weiter, braucht es natürlich einen Sachverstand. Da muss man eigentlich Bilanzen lesen können und so weiter. Ich glaube also, da muss auf jeden Fall mehr Expertise rein. Ich kann aber trotzdem nur noch mal wiederholen, beim RBB, das ist ja auch gerade noch mal gesagt worden, da sind eben viele Vorschriften, die es eigentlich gibt, umgangen worden. Wir wissen zum Beispiel, dass unser DJV-Mitglied Sabine Jauer, die ja auch hier im Film war, die ist von Herrn Wolf aus einer Sitzung ausgeschlossen worden. Am Ende für einen bestimmten Teil der Sitzung mit der Begründung, das war gestern auch im Landtag in Brandenburg Thema im Hauptausschuss, weil sie kein ordentlich gewähltes Mitglied, sondern vom Personalrat entsandt war. Wir wissen jetzt, das ist wahrscheinlich totaler Stuss. Das ist gemacht worden aus irgendwelchen anderen, wahrscheinlich politischen Gründen. Und dem wird nachzugehen sein. Es hängt dann auch an den Personen, die die Regeln umsetzen müssen. Wir haben übrigens auch mal alle ARD-Anstalten dazu befragt. Gibt es bei Ihnen über diese Gremien hinaus Anlaufstellen, um Fehlverhalten im Sender anzuzeigen? Und alle haben uns auch geantwortet. Es gibt überall entweder einen Korruptionsbeauftragten, Ombudsmann oder Ombudsfrau. Also das heißt, man kann jetzt nicht sagen, dass die ARD-Anstalten das Thema jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm hätten. Aber was muss aus deiner Sicht jetzt passieren? Und inwiefern siehst du da jetzt auch die Politik in der Verantwortung? Na, Stichwort Ombudsfrauen, Männer und Compliance, das muss natürlich geguckt werden. Die müssen wirklich unabhängig sein. In den meisten Anstalten gibt es sie, aber sie unterstehen der Intendanz. Und das ist natürlich ein Problem. Auch die Compliance des RBB unterstand bis vor wenigen Tagen direkt der Intendantin Patricia Schlesinger. Und da war es natürlich dann mit der Kontrolle der Intendantin etwas schwierig, um es mal vorsichtig zu sagen. Und die Politik muss diese Dinge jetzt vermutlich in den Staatsverträgen, die ja sozusagen die Spielregeln für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk jeweils darstellen, etwas schärfen, dafür sorgen, dass dort eben eine wirkliche unabhängige Compliance reinkommt. Und sie wird sicherlich hier beim RBB aus vielen Punkten lernen. Das ist auch schon angekündigt worden, denn praktischerweise ist der RBB-Staatsvertrag gerade in einer Novellierungsphase, der wird also neu gefasst. Die Hoffnung, die wir jetzt auch haben als Gewerkschaft, ist, dass da jetzt nichts übereilt wird, sondern dass wir uns die Zeit nehmen, das in Ruhe aufzuarbeiten und dann gucken, dass wir die Lehren aus diesem Skandal, aus diesem schlimmen Vorgehen für den gesamten öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber dann immerhin so weit positiv nutzen, dass wir dann Regelungen schaffen können, die das Ganze hoffentlich zumindest etwas schwieriger machen beim nächsten Mal. Steffen Grimberg, vielen Dank für deine Einschätzungen und für das Gespräch. Sehr gerne. Sie sehen, die Diskussion und auch die Aufklärung, die werden uns sicherlich noch eine ganze Weile beschäftigen. Und wir bei ZAPP begleiten das natürlich für Sie, auch auf unseren anderen Kanälen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend.